So, nochmal Mittwoch, 3. August 2016. Ja, Kamera ablegen. Ihr wisst ja, auf meinem Channel geht es ja sehr oft auch darum, Stoffer zu enttarnen bzw. ne, so aufzudecken und so weiter und so fort. Und zwar der Vater eines Kollegen, das ist so ein Security-Mitarbeiter. Also sowohl er als auch sein Sohn arbeiten so als Security. Und ich bin mit dem sehr gut befreundet, ist ein Deutscher übrigens, tätowiert, der ist auch so ein bisschen rechts, sagen wir es mal so. Komischerweise verstehe ich mich mit dem gut, aber keine Ahnung, also gegen mich hat er irgendwie nichts. Der ist aber rechts, soweit ich weiß, politisch orientiert. Warum erzähle ich euch das? Der ist jetzt schon, wie alt ist er denn, so 55 rum, ungefähr, circa, und hat schon sein Leben lang mit Steroiden zu tun gehabt, hat irgendwie mit Stoff rumhantiert und so, auch sehr viel mit Testosteron, soweit ich weiß, hat mir letztens im Auto auch, das war morgens früh irgendwann 5, 6, 7 Uhr morgens, irgendwie so. Ich war in der Altstadt feiern so und komm zurück, so, dann musste der auch zurück. Der hat seinen Führerschein irgendwie auch verloren. Und der macht hier in der Altstadt die Tür, so die Ecke, wo Dings ist, wie heißt denn der Schuppen? Ja, ich will jetzt den Schuppen nicht nennen, aber ist ja auch egal. Ich hätte jetzt beinahe den Schuppen genannt, aber ist ja scheiße, der ist Türsteher da, nachher laufen die Leute dahin, labern den zu. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Nimm den dann mit dem Auto nach Hause, 6 Uhr morgens oder was, und dann am nächsten Tag habe ich, oder ein paar Tage später habe ich den wieder getroffen und so. Ja genau, im Auto hat er, ey, Alter, was ist los mit mir, voll durcheinander. Im Auto packt er dann so eine Packung Testosteron, Enantat oder was auch immer das war. So eine Packung mit so irgendwelchen Ampullen, der spritzt auch, also nimmt keine Pillen und so. Und hat da so ein bisschen erzählt. Und ein paar Tage später habe ich den mit seinem Sohn getroffen, in so einem Café sitzt er da. Und dann war der irgendwie so ein Glas am Umrühren. Und dann hat er so komisch umgerührt. Ich so, was ist denn mit deinen Händen so? Der so, ja, meine Hände tun weh. Ich so, warum? Meint der, ich habe dir doch letztens die Spritzen gezeigt. Ich so, ja, und jetzt spritze dir in die Finger oder in die Hand oder was? Sagt er, nee, aber die tun voll weh und so, das hat mit den Spritzen zu tun. Ich so, hä, erzähl mal, aber ich, keine Ahnung, Mann, ich trainiere auf Speckbasis, keine Ahnung von Steroiden. Ich so, hä, wie jetzt, erzähl mal und so, ne? Sagt er, ja, wusstest du das nicht? Ich so, nein. Meint er, da sammelt sich Wasser in den Händen, das schwillt an und so. Ich so, wie, zeig mal. Und dann gucke ich, guck mal, du musst dir mal vorstellen, der Typ ist so 1,80, 1,82, wiegt irgendwie, keine Ahnung, 87, 90, durchtrainierter Bodybuilder, so wegen Stoff halt seit Jahrzehnten benutzt er das, Bauch relativ schlank und so, ne, so Brust, Kreuz, Arme, alles cool, und dann hat er aber so richtig fette Knubbelfinger, Alter, so, wie soll ich das sagen, so der Mittelfinger, Zeigefinger sind so doppelt so dick wie meine irgendwie, so die ganzen Finger von oben angefangen bis unten, also der komplette Finger ist so angeschwollen, so richtig dicke, fette Finger. Sagt er, ja, und wenn ich manchmal mit meinen Weibern vögel und so und ich die Finger, dann sagen die Weiber, ja, das ist wieder ein zweiter Penis, also die Finger, die sind, da habe ich mir die Hände mal angeguckt. Guck mal, es gibt auch so bestimmte Zeichen, wo man an Stoffern erkennt, ey, der sieht so ein bisschen komisch aus. Ich hab auch schon mal so ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, hier diese Wangen, muss mal gucken. Erstens, diese Wangenmuskulatur sowieso schwillt so an, die haben so komische Wangen. Und dann kriegen die so eine komische, kennt ihr diese Hunderasse, wo sich die Haut so überlappt, weil die so dicke, fette Hautgeschwülze haben, diese Hunde. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher das kommt. Weißt du, so, ey, die haben alle so eine komische Fressen. So, wenn die lachen, dann sammelt sich hier so eine fette Hautfaltenansammlung so im Gesicht und so angeschwollen und dann so dicke, fette Hautgeschwulste und Sammlung. Und dann habe ich mir die Finger von ihm angeguckt. Boah, Tatsache, Alter, ich gucke mir seine Finger an. Richtig dicke, fette Knubbelfinger hatte der. Alle Finger so. So wie dein Daumen doppelt so dick war sein Zeigefinger oder Mittelfinger, so in etwa.
Meinst du, wie und woher kommt das? Der so, ja, Wasseransammlung, Testo zieht Wasser. Meint er, ja, ich habe auch Wasser in der Lunge und so. Ich so, wie, du hast Wasser in der Lunge? Der so, ja, ich habe Wasser in der Lunge und so. Da war ich auch schon beim Arzt deswegen und so. Und ja, das kommt vom Stoff. Da meinte er, meinst du ja was noch und so. Und dann zeigt er mir so diese kleinen Äderchen auf der Nase, überall auf der Haut. Der so, ja, ich habe auch schon mal spontan irgendwie aus der Haut geblutet oder ne, aus dem Auge oder irgendwas so. Hör auf, das war morgens früh beim Frühstück so, irgendwo im Café habe ich ihn getroffen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ihr mir helfen müsst. Der Typ wohnt Luftlinie einen halben Kilometer von mir. In der Nähe vom Benrather Shell-Tankstelle, wo ich wohne, ne? Hör mal zu, ich könnte den interviewen. Ich habe da auch schon oft genug gesagt, ich habe auch so einen 2,16 Meter oder was, so einen Typen, der hat Wachstumshormone gespritzt bekommen, damals in der DDR und so weiter und so fort. Jetzt kommt der Punkt. Wenn ihr solche Interviews bei mir sehen wollt, dann brauche ich Bewertungen. Und zwar nicht 50, auch nicht 100, auch nicht 500, dann brauche ich mindestens 1000, 1500, 2000 positive Bewertungen. Warum? Hör mal, ich habe einen Kanal mittlerweile mit über 17.000 Abonnenten, okay? So, ich gehe zu dem Typen hin, sag, hör mal zu, es interessieren sich Leute für dein Interview. Dann sagt er, zeig mal. Sag ich, hör mal zu, ich habe dich angekündigt. Dann guckt er, sagt er, was, 100 Bewertungen und so. Die Leute haben Angst, dass die irgendwie verspottet werden oder dass die negativ Bewertungen bekommen oder was auch immer. Ich habe das oft genug gehabt, die so, ja, ich weiß nicht, Gesicht. So, dann habe ich gesagt, ja, ich interview dich vielleicht auch so mal ein bisschen ohne Gesicht und so. Aber verstehst du, wenn ich auf die Leute zugehe und die sehen, boah, 1000 Leute, Daumen hoch, 2000 Leute, 1500 Leute, Daumen hoch und so, dann verstehst du, das ist eine ganz andere Motivation. Die denken, okay, die interessieren sich, die sind cool drauf, okay, ich mache ein Interview. Verstehst du? Das ist kein Spaß, ich blöffe nicht, aber gib mir doch mal diese Daumen, wenn ihr interessiert seid, dann kann ich die Leute auch live, weil ich erzähle euch immer, hör mal, ich kenn von Düsseldorf und Köln sämtliche wichtigen Türsteher von den wichtigsten Diskotheken, Mann, aus Köln hier, Nachtflug, Diamonds, hier in Düsseldorf, irgendwelche von den Hells Angels, so Türstern und so, ey, voll viele von denen nehmen Stoff, die würden auch vor der Kamera vielleicht mal ein Interview geben, ob jetzt mit Gesicht oder ohne Gesicht, das lassen wir da stehen, aber, verstehst du, ich muss bei denen ankommen und sagen, ich habe einen Kanal, ich habe aktuell über 17.000 Abonnenten und guck mal, ich habe dich angekündigt, da sind 1.000, 2.000, 3.000 Bewertungen nach oben. Wie sieht's denn aus? Komm, die Leute haben Bock drauf. Dann sagt er, ja cool, dann bin ich dabei. So, das sind coole Leute, die spielen mit und so, die würden mich jetzt nicht verspotten oder was weiß ich, negativ bewerten. Verstehst du, die Leute, die haben halt Angst, dass die öffentlich irgendwie, verstehst du, was ich meine? Lasst mir doch mal korrekte Bewertungen da. Ich gehe mit dem Video dahin, sag, hör mal zu, ich habe so und so viele Bewertungen bekommen, die Leute sind heiß drauf. Erzähl mal von deinen Nebenwirkungen. Wie, wo hast du geblutet? Wo hast du Wasseransammlung im Körper? Welche Nebenwirkungen hast du? Wie sieht's aus mit der Potenz und so weiter? Und so. Helft mir doch mal, Alter. Ihr guckt doch zu. Ist doch eure Zeit, die ihr sonst verschwendet und meine Zeit. Lasst doch mal zusammenarbeiten. Was ist denn los mit meinen Zuschauern? So, lasst es mich wissen, wenn ihr es wollt, aber jetzt nicht mit 100 Daumen hoch oder so. Ja, damit kann ich nichts anfangen, Mann, ganz ehrlich. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, woran erkennt man auch, das ist jetzt ein... Ja, übrigens, ich muss mal dazu erwähnen, weil viele sagen, du immer mit deinem Halbwissen und so. Ich sage nicht, dass jeder, der dicke, fette Klumpenfinger hat, automatisch auf Stoff ist. Ich sage nur, das ist ein Hinweis, wo man eventuell jemanden auf Stoff erkennen könnte. Einer, der rank und schlank ist, ja, und auf einmal so komische Hautgeschwülste überall am Hals, im Gesicht und so hat, so richtig dicke Fett, also, verstehst du, der hat ja keinen hohen Körperfettanteil, also warum soll er denn so komische Hautüberlappungen haben überall im Gesicht? Oder manche sagen auch dazu Mondgesicht oder Testo-Gesicht. Das heißt, wenn die lachen, du siehst hier, da sammelt sich so Hautfalten irgendwie, weil der irgendwie unter der Haut oder in der Haut sammelt sich so viel Wasser wegen dem Testo, ja, das sieht man dann sofort. Wie gesagt, oder der hat, und das war das erste Mal, dass mir jemand von Fingern erzählt hat. Ich wusste nicht, Wasser in den Fingern wegen Stoff? Das ist einer, der nimmt schon seit 20, 30 Jahren Stoff, also der weiß, wovon er redet. Der sagt auch immer, wenn ich absetze, dann geht das mit den Fingern so langsam weg und so. Okay, also Bewertungen da lassen. Wir sehen uns, bis dann und ciao.